fühlst dich gerecht benachteiligt, finde ich gut. Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Gespürt. Ich habe mich schon gewundert, das Proben. Ich dachte, es wäre vielleicht bei dir. Nee. Das ist neu, ein Erdbeben hatte ich noch nie. Ich sehe einen Glitzer in meiner Kristallkugel. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Mein Wetterbericht sagt, es wird morgen wieder ein wunderschöner, sonniger Tag. Die Musik ist cool. Das ist so peinlich. Ich habe meine violetten Glücksshorts verloren. Ich sage dir das, weil ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bring sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut. Bürgermeister Levis. So, falls du Glücksshorts siehst. Das würde ich noch annehmen. Okay, ja, das mit dem Erdbeben, hatte das jetzt irgendeinen Effekt? Ich glaube, jetzt gibt's die Sauna. Tatsächlich. Die Sauna müssen wir doch reparieren lassen. Sicher? Ja, guck mal, wie zerstört die ist. Von welcher Sauna redst du? Ich bin ehrlich gesagt auch unsicher, was für eine Sauna du meinst. Ach, die, nee, du meinst die rechts oben, ja? Ist. Stimmt, die Sauna. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass du das Gewächshaus meinst. Frag mich bitte nicht. Ja, natürlich, das Gewächshaus, das kriege ich als Sauna an. Wir brauchen 5 Gold für einen Goldbarren, gell? Wahrscheinlich, ja. Weil wir haben nämlich schon 4 Gold. Vielleicht lohnt es sich doch heute nochmal zu minen. Dann mach das doch. Ich bin gerade am Gießen. Ich kann ja auch weiter gießen. Ja, nee, dann gehe ich minen. Sachen, die ich drin habe, kann ich eh alle finden. In der Mine. Chuck. Nee, und meine Holzhacke nehme ich aber mit. Und wenn ich Gold gefunden habe, dann komme ich wieder zurück. Und hack noch ein paar Bäume. Wait, warum hast du hier Sommersachen reingetan? In die Special-Truhe. Orange ist doch Sommer. Ich wusste da ehrlich gesagt die Ordnung nicht mehr. Frauen in Ordnung, ey. Oh, ein Kumpel hat mir geschrieben. Ich will jetzt mal Papier recyceln. Ich muss nochmal zur Abenteurergilde und mein altes Schwert verkaufen. Achso, ich wollte noch weiter gießen, bevor ich das mache. Nicht, dass du mir heißt, hier, du hast nicht gegossen. Und ich das auch noch zurecht, dass das so ist. Deswegen gieße ich erstmal weiter. So. Aber was zu essen hätte ich jetzt auch gerne, aber ich habe gerade keine Lust mehr auf die Schlümpfe. Ich habe die Schlümpfe ja alle gegessen, damit ist das. Ach, Twitch. Ja, aber ich habe ja noch welche. Jetzt will mir Twitch Donzis Stream zeigen und nicht mein Dashboard. Bin ich logisch. Könntest du bitte. Donzi, es ist sehr schön, dass ich Videos von dir sehen kann auf dem Handy, aber kannst du das bitte ausmachen? Ich höre es vor allen Dingen sogar. Es ist auch ein bisschen ätzend gerade. Ich krieg's auch nicht ausgestellt. Ich kann das nicht anhalten. Ich kann es so klein machen, dann läuft es klein weiter. Du kannst zur Seite wegwischen, dann geht's aus. Nicht bei meinem Handy. F6 ist das mit dem. Das ist natürlich gut. Donzi, herzlich willkommen in unserem Stream. Jetzt habe ich Twitch ganz ausgemacht, aber ich will ja nur Nachrichten lesen können. Ah, ist das ätzend. So, ich laufe trotzdem mit einer Hand schon mal weiter in die Mine. Ich will nicht, dass der Tag komplett weg ist. So. Ich weiß überhaupt nicht, was du mit dem Handy die ganze Zeit machst. Lass es einfach auf deinem Chat liegen, gut ist. Ich habe nur ganz kurz einem Kumpel geantwortet. Und dann wollte ich wieder zurück zu Twitch und habe aus Versehen Donzi angeklickt. So was Unfähiges. Also übrigens, ich komme an dir nicht rum, dafür beleidigst du mich die ganze Zeit. Ja, du hast letztens gesagt, dass es gut ist, dass ich das mache, ja? Dass ich dir nicht in den Arsch kriege, das findest du gut. Ich habe gesagt, dass es gut ist, dass du alle beleidigst und nicht nur mich, aber... Ja, heute bist nur du da. Ja. Übrigens wäre es ganz gut, ich habe eine Krabbenreuse bei uns gesehen, gepackt, das hingeparkt, das hast du wahrscheinlich schon gesehen. Und ich habe eine unten am Fluss geparkt, links von der Brücke. Und eine an der Angelhaus da im Ozean. Okay, also falls du vorbeiläufst, genau, kannst du mal gucken, ob da irgendwas drin ist. Damit du darauf achten kannst. Sonst müsste ich es nämlich immer machen, dahin zu düdeln. Aber ich kann sie halt nicht neu bestücken, gell? Ich habe nicht immer Krabben dabei. Moment, dann muss ich sie bestücken? Ja. Mit Köder oder was? Ja. Habe ich auch nicht gemacht. Ah ja, gut.
dann brauchst du auch nicht vorbeilaufen und gucken, ob was drin ist. Sehr gut. Ich steche den Köder her. Käferfleisch, alles klar. Ja, das habe ich aufgehoben extra deshalb. Ich glaube, das ist auch nicht bei den Viecherkram drin, sondern bei Baumaterialien. Ist bei Viecherkram drin. Okay. Ich habe es bei mir bei Baumaterialien. Dann bestücke ich nochmal kurz. Trinkgeld. Der ist natürlich ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja, wenn du mich nicht hättest. Dann hätte ich das Spiel verflucht, was das sein soll. Eigentlich war es ein Lumi-Moment. Ich ändere das jetzt einfach um in Line-Moment. Und irgendwann wird was der Löwe damit zu tun hat, verstehe ich aber nicht. Dein Nickname ist echt blöd. Man kann ihn nicht mal gescheit aussprechen. The Lion. Das ist doch für Deutsche eine echte Krux. Ah, ich find's gut. Also, ich habe mich eigentlich nur so benannt, weil ich immer sehr dünn war und mir dachte, passt das irgendwie zu mir. Weil du ein Strich bist oder was? Genau. Ein Strich in der Landschaft. Genau. Das ist ja witzig. Also so ein bisschen. Ist auf jeden Fall eine goldige Idee. Ich habe mir halt überlegt, was wäre denn ein Name, der zu mir passen könnte. Vorher hatte ich nämlich Dark Noah als Spitzname und es ging irgendwie, nicht so gut. Dark Vor allem war das halt so ein bisschen, dass man halt in der Pubertät so als Spitzname nimmt. Ja, bei mir war es früher Lotus. Tatsächlich. Du bist also Space Mom. Was? Google mal Warframe Space Mom. Dann weißt du, was ich meine. Die heißt Lotus. Ah, okay. Ja, bei mir wurde sich eher drüber lustig gemacht, weil es einen, den Locus gibt. Ja, das Klo. Da wurde ich auf einer LAN dann ein bisschen gedisst von Leuten, die ich nicht mochte. Ich habe meine Kupferaxt zurück. Yay! Dann kannst du ja heute Bäume fällen und und Harz machen. Muss ich gar nicht zurückkommen. Ich fall mal direkt den nächsten Baum. Oh, den darf ich nicht fällen. Schweinerei. Oder? Ne, den darf ich nicht fällen. Schweinerei, warum darf ich nicht irgendwelche Bäume in der Stadt fällen? Die gehen ja alle beim Jojo-Markt einkaufen. Pam und Sam, die kamen gerade beide aus dem Jojo-Markt. Traurig. Aber die arbeiten doch da. Es ist also die Pam arbeitet da. Es ist Mittwoch, deswegen können die nirgendwo anders einkaufen. Ach so. Deswegen. Hey Bauerntyp, ich habe eine Frage an dich. Denkst du, ich werde hier ein Profi? Es ist dein Schicksal, eine Sportlegende zu werden. Vielleicht, wenn du viel trainierst. Oder nein, du wirst vermutlich scheitern und ein Verkäufer werden. Bin mal nett und sag vielleicht, wenn du viel trainierst. Ja nun, ich bin so gut, dass ich nicht so viel trainieren muss. Trottel. Einbildung ist auch eine Bildung. Ich wollte, verdammt, schon zu jetzt, ne? Ich wollte eigentlich zum Abenteurer-Dingens-Bummens. Nee, der hat bis 23 Uhr offen. Oh, dann kann ich noch hingehen. Da kannst du dir noch Zeit lassen, ne? Dann mach ich mich auf den Weg. Und ich habe jetzt die Krabbenreusen bestückt. Sehr schön. So. Ich bin immer noch nicht in der Gegend, wo es regelmäßig Gold gibt. Das dauert wahrscheinlich noch einen Moment. Ich glaube, ab 70 fängt das. 70 oder 80 fängt das an. Wir waren doch schon bei 65. Wiss, ich habe uns jetzt bis 65 gebracht. Ich war gestern schon bei 65 auf dem Level, hätte ich hingehen können. Kann nicht sein. Ich war bis 55 heute. Ich habe jetzt gerade noch 10 Level gemacht heute. Ich bin schon auf über 60 gegangen und habe gestern auf 60 gefischt. Ah, Moment. Entschuldigung, du redest in der Ingame-Zeit gestern. Ja. Ja, da hatte ich uns gestern und vorgestern hingebracht. Ich meinte jetzt gerade, wo wir angefangen haben zu spielen heute. Und das ist ja nur irgendwie... Ich bin doch im Rollenspiel. Entschuldigung. Darf ich dich fällen? Dich darf ich fällen. So ein paar könnten wir eigentlich auch auf unserer Gegend fällen und dann halt mal ein paar geordnet nebeneinander ordnen zum Hansbäume nicht nebeneinander stellen. Ja, mit Abstand halt. Ja, da müssen wir nicht mehr über unser ganzes Landscape rennen, um dann irgendwie Ahorns hier rum in den Kram zu holen. Ich finde es okay. Blöd. Können wir so lachen. Okay.
Nur für bewährte Abenteurer, ich darf in die Abenteurergilde nicht rein. Ah, weil du noch. Warte mal, wieso nicht? Obwohl ich mir die Sachen schon geholt habe. Slimies. Du musst eine bestimmte Anzahl Slimes töten, sonst darfst du nicht in die Abenteuergilde. Ja, dann kann ich mein altes Schwert nicht verkaufen, musst du das machen. Töte doch einfach mal ein paar Slimes. Das sind nur 10 Stück. Muss jetzt mal Schleime finden, aber ich gehe jetzt nicht mehr in die Mine. Das ist doch der Punkt, den ich meine. Achso. Ich bin noch in der Mine. Mein Traber! Meine! Wie schön, dass du über Weintrauben redest, wenn ich gerade eine futter. Als ob du es gesehen hättest. Meine Weintraube! Du isst meine Weintraube! Das kann nicht sein! Gib mir meine Weintraube wieder! Was soll der Akzent darstellen? Weiß ich nicht. Brauche ich doch nicht solche Sachen, ja? Ich dachte, du machst das vielleicht irgendwie mit Planung. Erreiche Ebene 5 in den Minen. Erkunde die Mine, den Auftrag habe ich noch. Aber ich bin schon auf Ebene 60 gewesen. Dann musst du halt mal auf Ebene 5 gehen. Ich glaube, ich muss wirklich von Ebene 1 bis 5 laufen. Weil du musst, glaube ich, auf Ebene 5 ankommen, sozusagen. Ich kann dir auch helfen. Jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr. Ich habe ja schon die ganze Ausrüstung. Das ist ja nicht schwierig. Ich habe ja schon das gute Schwert und so. Ja, das geht schnell. Also. Jetzt habe ich nichts mehr zu essen, jetzt muss ich zurück. Ich lebe nur 68, wie blöd. Mine verlassen. Hast du denn wenigstens schön geharzt heute? Ich habe zwei Sachen erharzt, ja. Zwei Harz? Ne, ich habe 12 erharzt. Zwei Sachen, habe ich gesagt. Na schön. Das muss ich auch noch abgeben. Morgen oder übermorgen könnte mal irgendjemand. Ich muss noch zu Gunther, vielleicht sollte ich das mal machen. Was musst du denn mit Gunther machen? Ich war noch nie bei dem. In dem Spiel. Der Felix hat es immer gemacht. Stimmt, ich glaube, ich auch noch nicht dort. Ich könnte morgen mal Geoden aufbrechen und den Kram mitnehmen. Oder du machst es, das ist mir egal, wie du magst. So, Minen war super unerfolgreich. Haben wir gegossen heute? Ich, ja. Du hast angefangen und ich habe weitergemacht. Ach so, stimmt, ja. Ja. Ich dachte, ich sehe, jetzt habe ich Panik, dass wir es vergessen. So ist das. So, Erde kommt hier noch rein. Immer schlafen. Jetzt, wo ich endlich meine Fackel vor meinem Haus habe. Schon was zu essen. Macht das guten Hunger. Jetzt geht der futtern. Es wird spät. Gehst du jetzt nicht mehr schlafen, mein Schatz? Gleich. Nur noch ein bisschen, Papa. Aber du machst da draußen so laut, ich kann gar nicht richtig schlafen. Ich gehe ja schon. Was isst du denn Schönes? Ja, das Einzige, was ich hatte. Was denn? Wovon wir vorhin die ganze Zeit geredet haben. Schlümpfe? Ja. Yay, Level Up, Kampfstufe 3. Ich kann jetzt eine Wurzelplatte machen.